Jeder von uns ist sicherlich schon auf Überlieferungen gestoßen, die Imam al-Mahdi, den Erretter der Endzeit und Menschheit, in ein gewalttätiges Licht rücken. Der Imam, der nach seiner Wiedererscheinung nur das Schwert kennen wird, Nicht-Muslime zum Islam zwingen wird, rein mit purer Gewalt und Zwang eine Regierung errichten wird. Überlieferungen, die sehr tief ins Detail gehen und den barmherzigen Charakter des Islams in Frage stellen. Nun stellst du dir sicherlich die Frage, sind derartige Überlieferungen authentisch? Nein, viele von diesen Überlieferungen sind unauthentisch, zumeist aufgrund eines Mannes in der Überlieferungskette namens Muhammad ibn Ali al-Kufi. Dieser wurde von den Gelehrten als ein großer Lügner eingestuft. Um dir mal einige Beispiele der Überlieferung zu benennen, so heißt es in einer unauthentischen Überlieferung, dass Imam al-Mahdi, möge Gott seine Rückkehr beschleunigen, nicht mit dem barmherzigen Verhalten vom Propheten Mohammed überzeugen wird. Ja sogar, dass die Menschen aufgrund seiner Gewaltausübung und Unbarmherzigkeit daran zweifeln werden, dass er irgendetwas mit dem Propheten Mohammed oder dessen Familie, die Ahlul Bayt, zu tun hat. Der Friede und Segen sei mit dem Propheten Mohammed und seiner Familie. In einer anderen unauthentischen Überlieferung heißt es, dass sein Weg das Schwert sein wird und er keinem verzeihen wird. Eine weitere unauthentische Überlieferung besagt, dass man nicht ungeduldig auf die Wiedererscheinung warten solle, da es nichts bis auf das Schwert und den Tod mittels des Schwertes geben würde. Nahezu bis zu 50 unauthentische Überlieferungen existieren, die Imam al-Mahdi, möge Gott seine Rückkehr beschleunigen, derartige Verhaltenszüge vorwerfen, die dessen Handlungen mit den Handlungen der Terroristen von heute gleichsetzen, die im Namen des Islams täglich die Menschen in Schrecken versetzen. Überlieferungen, die den Eindruck vermitteln, dass Imam al-Mahdi Gerechtigkeit mittels der Ungerechtigkeit verbreiten wird. Ist all das die Eigenschaft eines Erretters? Lasst uns nun über die Wahrheit sprechen, die sich mit der Meinung vieler Gelehrten deckt. Wir Schiiten können uns glücklich schätzen, dass wir eine umfangreiche Überlieferungswissenschaft besitzen, die uns vom Propheten Mohammed und seiner Familie übermittelt wurde. Der Frieden und Segen sei mit dem Propheten und seiner Familie. Unabhängig davon, dass die zuvor zitierten Überlieferungen von der Kette her unauthentisch sind, sollte man den Koran und die authentischen Überlieferungen als Maßstab bestimmen, um beurteilen zu können, ob die schwachen Überlieferungen aussagekräftig sind. Denn nicht jede schwache Überlieferung gilt gleichzeitig als falsch. Von daher, lasst uns nun nach diesem Prinzip vorgehen. Der Prophet Mohammed, der Friede und Segen sei mit ihm und seiner Familie, sagte in einer authentischen Überlieferung: Ich übermittle euch die frohe Botschaft von Al-Mahdi, der zu den Menschen entsandt wird, mit dem Ausgang, dass die Bewohner der Himmel und der Erde fröhlich sein werden. In einer anderen Überlieferung sagte der Prophet: Imam al-Mahdi ist ein Mann von meiner Nation, der von den Menschen der Erde und den Einwohnern der Himmel geliebt wird. Merkst du den Unterschied? Achte darauf, wie hier nicht nur von Muslimen die Rede ist, sondern im Allgemeinen von Menschen und Einwohnern der Erde. Das heißt, die Herzen aller friedliebenden Menschen werden in ihm den allersehnten Politiker, Friedensaktivisten, Bruder und die Hoffnung sehen. Sie werden eine Zufriedenheit ausstrahlen wie nie zuvor. In einer weiteren authentischen Überlieferung heißt es: Ich fragte Imam al-Bakr, der Friede sei mit ihm, wenn der Qa'im, also der Imam al-Mahdi, wieder erscheint, in welch einer Weise wird er seine Leute behandeln? Imam al-Bakr, der Friede sei mit ihm, antwortete: Er wird jenes abschaffen, was vor ihm existierte, so wie es der Gesandte Gottes auch tat, und wird den Islam von neuem beginnen. Hier wird davon gesprochen, dass Imam al-Mahdi, möge Gott seine Rückkehr beschleunigen, wie der Prophet Mohammed verfahren wird, was die Abschaffung falscher Glaubensüberzeugungen anbelangt. Der Friede und Segen sei mit dem Propheten und seiner Familie. Frage: Wie ging denn der Prophet Mohammed diesbezüglich mit den Menschen um? Der Koran erklärt es uns im folgenden Vers: Durch Erbarmen von Allah bist du mild zu ihnen gewesen. Wärst du aber schroff und hartherzig, so wären sie wahrlich rings um dich auseinandergelaufen. Wie du siehst, der Prophet Mohammed, der Friede und Segen sei mit ihm und seiner Familie, erklärte die verfälschten Lehren, die vor ihm existierten, zwar für nichtig, jedoch mittels einer sanften und milden Herangehensweise. Er ging so weit, dass er nicht nur die Muslime in dieser Weise behandelte, nein, seine Freundlichkeit und Milde umfasste auch die Andersgläubigen. Ebenso wird auch Imam al-Mahdi in die Fußstapfen seines Großvaters, dem Propheten Mohammed, treten. Der Friede und Segen sei mit ihm und seiner Familie, indem er sowohl mit den Ungläubigen sowie auch den Muslimen sanft und mild verfahren wird. Eine weitere Überlieferung bestätigt das Besagte. So sagte der Prophet Mohammed: Der Friede und Segen sei mit ihm und seiner Familie. Der neunte von ihnen aus meiner Familie und der Geführte meiner Nation ist jener, der mir, und jetzt aufgepasst, am meisten in seinem Charakter, seiner Rede und seinen Handlungen ähnelt. Vergleiche mal diese authentische Überlieferung mit der unauthentischen Überlieferung, die wir zu Anfang zitierten, in der es hieß, dass die Menschen bezüglich des Mahdis angeblich sogar zweifeln werden, aufgrund seiner Gewalttätigkeit, dass er überhaupt zum Propheten
Propheten Mohammed gehören würde. Merkst du den Unterschied? Auch vergleichen weitere Überlieferungen Imam al-Mahdi mit Imam Ali, dem Cousin des Propheten Mohammeds, der Friede und Segen sei mit dem Propheten und seiner Familie. So sagte Imam al-Sadiq, der Friede sei mit ihm. Wenn unser Qa'im, also der Imam al-Mahdi, erscheint, so wird er das Gewand Alis tragen und den Weg Alis nachahmen. Frage: Wie sah denn der Weg Imam Alis aus, der Friede sei mit ihm? Als einst Imam Ali gebeten wurde, ein Gesetz durchzusetzen, antwortete er mit den folgenden Worten: Erwartet ihr jetzt von mir, dass ich einen Sieg durch Tyrannei erlange? Wenn doch Imam al-Mahdi, möge Gott seine Rückkehr beschleunigen, die Frucht des gesegneten Baumes der Ahlul Bayt ist, so wird er fürwahr in die Fußstapfen seiner Großväter treten und wie Imam Ali, der Friede sei mit ihm, seine Finger von ungerechtfertigter Gewalt und Tyrannei lassen. Das ist Imam al-Mahdi, möge Gott seine Rückkehr beschleunigen, die Hoffnung der Menschheit, die Einladung Gottes zum wahren Weg. So wird Gott mittels des Imams aufzeigen, wie barmherzig er ist, wie sehr er die Menschen liebt, wie die wahre Gerechtigkeit auszusehen hat. Imam al-Mahdi, möge Gott seine Rückkehr beschleunigen, wird die vielen Unstimmigkeiten und Streitigkeiten der Menschen schlichten, Gerechtigkeit für alle walten lassen und somit die Menschheit zufriedenstellen. Vielmehr noch wird er die goldene Mitte sein, auf die alle friedliebenden Menschen treffen, Einigkeit erzielen und eine Einheit bilden. Ja, es wird zwar Kriege geben, zum Beispiel Imam al-Mahdis Kampf gegen die Nawasib oder Terroristen, die fälschlicherweise im Namen des Islams agierten, oder der Kampf gegen jene muslimische Herrscher, die die eigene Bevölkerung unterdrückten und gleichzeitig islamische Fundamente missachteten, allgemeine Befreiungskämpfe zugunsten der unterdrückten Völker, der Kampf gegen Großmächte, die Imam al-Mahdi angreifen, da sie immer mehr an Einfluss und Macht verlieren, da die Menschen merken werden, wie sehr sie hintergangen wurden. All das wird geschehen, jedoch nicht aus Kriegeslust oder einem Hang zur Tyrannei, sondern vielmehr aus Liebe zur Gerechtigkeit. Und genau diese Gerechtigkeit wird dazu führen, dass viele Nichtmuslime, arme Menschen, enttäuschte und verletzte Seelen im Islam das Licht der Hoffnung sehen werden und unter einer islamischen Regierung ihr Leben glückselig bestreiten, ja sogar den Glauben annehmen. So sagte der Prophet Mohammed, der Friede und Segen sei mit ihm und seiner Familie: Frohe Botschaft richte ich euch aus bezüglich des Mahdis. Erscheinen wird er meiner Gemeinschaft, sobald die Menschen in Uneinigkeit verfallen werden und es zu vermehrten Beben kommen wird auf Erden. Er wird die Erde mit Gerechtigkeit füllen, im gleichen Maße, wie diese mit Ungerechtigkeit gefüllt wurde. Die Einwohner der Himmel und der Erde werden zufrieden mit ihm sein. Möge Gott die Wiederkehr des Erretters der Menschheit, Imam al-Mahdi, beschleunigen.